Ich bin Sven. Wenn ich komme, gehen die Lichter aus. Ich checke deinen Strom. Hallo Freunde, willkommen zu meiner nächsten Folge. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Heizen mit dem Thermostat, dem kleinen Racker. Hausmeister, Müllabfuhr, Wasser, Abwasser. Das ist Heizung. Merkst du selber, nicht? Der einfachste Tipp ist weniger heizen. Aber da seid ihr wahrscheinlich schon selber drauf gekommen. Jetzt gibt's noch was für Fortgeschrittene. Kommt mit. Das ist ein Schlafzimmer. Weil Bett, seht ihr ja. Reden wir über Schlafen. Wer schläft schon gerne in einer Sauna? Keiner von uns. Man schläft gerne in einem kühlen Raum. Und soll's denn doch mal zu kalt werden, dann gibt's ja Decken. Jetzt aber nicht übermütig werden und aufs Sternchen drehen. Dann habt ihr unter Umständen nachher Schimmel im Haus, weil es einfach zu kalt ist. Und Schimmel von uns will keiner. 18 Grad ist die Idealtemperatur zum Schlafen. Und das ist bei euch im Thermostat die Anzeige 1. Das ist eine Tür. Auch wichtig. Die hat eine Funktion. Wir können auch sagen, zwei Funktionen. Man kann sie aufmachen und man kann sie auch wieder zumachen. Wenn ihr sie aufmacht und der eine Raum ist kalt, der andere dafür aber warm, dann schaufelt der kleine Racker da unten, das Thermostat, die warme Luft natürlich in den kalten Raum. Der ackert da unten für zwei und ihr bezahlt doppelt. Teuer? Weniger teuer. Also, gute Nacht. Bitte liked, teilt, abonniert den Kanal. Das nächste Mal möchte ich mit euch kochen. Und vor allem, spart schön viel Strom. Strom sparen, Geld sparen, Klima schonen. Kapiert?